Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Black Desert Online. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen das Spiel lauter. Mir ist gerade aufgefallen, dass das ziemlich leise ist. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wo sind die Einstellungen? Wo sind die Einstellungen? Da sind die Einstellungen. Und damit ihr natürlich auch was hört im Spiel, wir wollen ja ein bisschen auch hier Sound haben. Ja, und wir sind gerade also wieder mal am Questen. Ich werde auch vermutlich questen, solange bis ich wirklich Level 50 bin, beziehungsweise bis wir wirklich das Spiel mit der ganzen Geschichte auch erfasst haben. Und es geht also erstmal weiter darum, dass wir Heidel jetzt endlich mal komplett abschließen. Ich habe jetzt mal auch ein paar Quests gemacht in der Offscreen-Zeit. Das heißt, ihr habt nicht wirklich viel verpasst geschichtlich. Es gab eigentlich auch überhaupt nichts Geschichtliches. Wir sollen eigentlich vom Schwarzgeist und den ganzen Quest langsam sollen wir uns jetzt nach Westen bewegen, also hier unten hin. Klisch, so mit Klisch reden, haben jetzt aber hier noch so ein paar Sachen zu erledigen, zum Beispiel eine Wagenreparatur. Schauen wir mal hier, ich habe dem jetzt 5 Holzscheite gebracht. Dann werden wir mal schauen, was der uns zu sagen hat. Ja, so. Gut, das war's, oder was? Okay, gut, jetzt kann ich vermutlich nochmal kurz mit dem Typen hier drinnen reden. Von dem haben wir nämlich die Mission bekommen, das überhaupt zu machen. Welcome to the Valley Lillian. So, ihr, da arbeitet ihr nicht hier. Entschuldigung, wie war nochmal euer Name? Pock, das merke ich mir. Wir sind hier leider unterbesetzt. Könnt ihr uns helfen? Es ist nicht schwer. Unser Fräulein ist so nett und kümmert sich um alle. Okay, wo ist denn das Fräulein, das sich um alle kümmert? Hier ist gerade ein bisschen. Wir machen hier nochmal weiter. Soldat, ich habe ein Fasanenfleisch bestellt, nicht Schweinefleisch. Ungehobelter Soldat. Was nehmen wir? Ungehobelter Soldat, was für ein Rotzke bist du? Dass du es wagst, Erwachsene bei der Angelegenheit zu stören. Weiß ich erst einmal, bevor du dich hier als weiser Ritter aufspielst. Oder töte Don Tentakel im Sumpf. Natürlich, das würde ich auch sofort in dem Streit machen. Oder töte Don. Was soll ich hier machen? Arundi wieder zu töten, Arundi. Ah, komm schon. So, was haben wir denn hier? Ihr seht aber auch auf der Minimap, hier oben ist ein Fragezeichen. Das heißt, da kann ich noch irgendwas entdecken. Gehen wir mal nach oben. So. Orwen und ein mysteriöser Mann. Gucken wir mal. Was haben wir denn? The one known as the Monarch of Darkness is Belmorn, the founder of the Shadow Knight. Schattenritter. Your power alone is not enough to deal with him. Eden went to Glish with the Liston. Also wieder Glish. Ja. They're researching any means to prevent Balmorn's resurrection. Resurrection. I heard Gorgath's in Calphion. He's working to purify the spreading darkness there. Then I'd better go see what he has to say about all of this. Oh, barbecue. Barbecue. Please take care of Yaz. No, give me more. Hold on. I'll go to Calphion instead. I'd rather deal with the Monarch of Darkness. Was für ein Typ, ey. That's exactly what Eden said. Okay, also geht der Typ nach Calphion? Der war geil. I'm really strong. So. Okay, dann. Follow the wise. Abgeschlossen. Seid ihr mir gefolgt, hoffentlich nur um uns zu helfen? Nein. Remember, gut. You are always forced to make sound judgments. So, dann habe ich neues Wissen erlangt. Jetzt ist das Fragezeichen scheinbar auf Beitragspunkte erhalten. Gut, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier ein bisschen sortieren. Also die Teile wieder zu töten, darauf habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock, den ganzen Weg zu den Rebellen zu laufen. Das machen wir einfach mal, wenn dann, ja, wenn wir Zeit haben. Gebt Hans den Imbiss. Auf einmal, was er vorhin hat euch. Okay, Hans soll euch einen Imbiss geben, das machen wir mal. Und dann würde ich sagen, verlassen wir auch langsam mal Heidel, zumindest in der Aufnahmezeit. Und werden uns mal nach Klisch begeben. Was haben die gerade gesagt? Ich glaube Klisch. So, der. Ist das der Typ hier? Nee, wartet mal, wartet mal. Da oben drauf ist der, okay. Der gute. Einfach hier oben. Irgendein Wächter. So, hier. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Hab Dank. Gerne. Das war alles. Sehr schön. Jetzt sollte ich hier eigentlich. Da gibt es nochmal eine Quest vom Otter, glaube ich. War das nicht der? Ist nicht der Otter? Ja, genau. Da ist nochmal der Otter. Der hat auch nochmal was für uns. Ich habe ihm vertraut und dann geht er, um für das Wirtshaus im Süden zu arbeiten. Er ist geblendet vom Geldkrieg. Ich brauche keinen Verräter. Ich bin der Verräter. Was? Minengebäude, Kopfgeld. Gibt's auch wieder. Kann ich auch machen. Das müssen wir aber auch jetzt nicht gleich machen. Das mache ich einfach mal dann, wenn ich die Zeit habe. Aber trotzdem gibt es hier noch irgendeine Quest unten drunter. Hier.
Ah ja, genau, das nördliche Plateau, das habe ich ja jetzt gerade erkundet. Gibt es noch eine Sehenswürdigkeit, die ich noch nicht kenne in Heidel? Aber ich denke mal, ich kenne jetzt alles. Oder? Ja, das sieht gut aus. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal was Neues und gehen mal gen Westen. Und zwar gehen wir erstmal auf zum Nordwesttor und werden uns auf dem Weg mal hier diese rote Dorn-Tentakel, werden uns mal diese einzelnen Bereiche anschauen. Das scheint ein Mühlengebiet zu sein. Ich hoffe mal jetzt, ich finde mein Reittier wieder. Das ist auf jeden Fall nah genug gewesen. Sehr schön. Sehr schön. Gut, und dann gehen wir hier raus auf die Hauptstraße und werden mal gen Westen reiten. Zum Nordwesttor geht's ja dann. Was hat der nochmal für eine Mission für mich? Warum hat der dieses Quest-Symbol? Muss ich mal ganz kurz mal schauen, was das war. Ich glaube, das war das mit dem Hexerturm, oder? Ja, genau. Turm des Hexers. Da muss ich wohl nochmal zum... Muss ich mal mit so einem Typen auf dem Plateau reden. Das könnt ihr hier nochmal sehen. Da muss ich nochmal ganz, ganz in den Westen. Aber das muss es nicht sein. Das ist einfach... Ich weiß nicht, ob ich die Quests übersehen habe im ersten Mal oder ob die wirklich einfach nach einer bestimmten Zeit das aufploppen. Auf jeden Fall habe ich da jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, das zu machen. Also gehen wir jetzt mal einfach in ein neues Gebiet. Immer hier kann ich einfach an der Küste lang. Ah ja, wir gehen jetzt zum ersten Mal über die Brücke da. Sehr schön. Und schauen uns mal an, was wir da Neues entdecken. Ich sehe eigentlich die ganzen Spiele, die ich sehe, sehe ich nicht kämpfen, ich sehe sie nur handeln, die ganze Zeit. Irgendwelchen dicken Paketen auf dem Rücken. So, Heinrich, schau mal, ob du vielleicht sogar noch mal irgendwann so hoch von der Stufe kommst, wie ich von der Stufe bin. So, hier links, das hat man schon mal entdeckt, genau. Das war dieser Hof, da hinten gab es die grausigen Geschöpfe, das waren diese Säurespinnen. Wir gehen aber jetzt einfach mal nach Westen, lassen die auch erstmal aus. Hier mich auch einfach noch ein paar neue Gebiete entdecken. Das bringt uns ja auch ein bisschen mehr Wissen. Ich glaube aber wirklich, in Heidel habe ich nicht ein einziges von diesen Wissensteilen abgeschlossen. Alle Leute entdecken, alle Händler entdecken, alle Personen entdecken. Das haben wir komplett übersehen. Aber das macht nichts. Einfach mal weiter. Ich riskiere es jetzt wieder. Und hoffe, dass hier der Heinrich überall durchkommt. Weil wir kennen das ja. Heinrich ist jetzt bei Mauern springen nicht wirklich der Held. Leider. Und wir sind wieder in der Kampfzone, das ist scheiße. Ich weiß nämlich noch, die Spinnen waren beim letzten... Oh nee, diese Echsen, oh, die sind übelst stark. Fuck, fuck. Dass ich hier durchkomme, ohne dass Heinrich was abbekommt. Denn die Spinnen, wir wissen ja noch, das waren diese Explosionsspinnen. Die waren richtig nervig. Folgt mich was? Folgt bestimmt irgendwas. Oh nee, Säurespinne. Hier ist alles voll mit diesen Viechern. So, hier gibt es dann wieder Tentakel zu entdecken. Dorn-Tentakel. Oh Scheiße, das ist so ein... Alter, was ist das denn für ein Vieh? Achso, das ist einfach nur ein Bauer. Gut. So, dann lassen wir den mal hier stehen. Denn eigentlich müssen die uns ja hier auch helfen. Die Bewohner, habe ich gedacht. Aber wir sehen gerade, der war grün. Ich glaube, gegen Grüngegner habe ich noch nie gekämpft. Der ist vom Level her einfach viel, viel zu niedrig. Cooles Gebiet, auf dem Wasser hier diese Mühlen. Das fetzt ja. Cool gemacht, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ich denke mal ganz kurz hier, da gibt es irgendein Fragezeichen. Ich denke mal, weil wir das Gebiet hier entdecken müssen. Dieses Mühlen, das ist ja geil gebaut auf dem See. Richtig cool gemacht. Das fetzt. Das ist richtig fetzig. Hier rechts gehen wir mal rein. Da scheint jemand zu sein, mit dem wir reden können. Archer. Ja, gut. Die Fördermühle, das ist einfach scheinbar seine. Kopfgeldjäger. Die Lanoa. Das findet gar nichts, aber auch gar nichts. Fördermühle für Selfien. Jetzt wurde der Titel nüchtern erworben. Wofür? Welche Informationen? Bombenlager. Na gut, das erzählt uns einfach ein bisschen was. Da haben wir nicht mehr was gelernt. Hier kann man scheinbar auch hochgehen. Der macht irgendwelche Zeichen mit seinem Feuer. Bringt aber jetzt, glaube ich, nicht wirklich was. Ich finde es geil, dass man einfach alles hier erkunden kann, wenn man möchte. Man muss nicht, aber man kann. Hier ist noch jemand. Verwalter der Fördermühle? Ja, genau. Okay. Wie hätte ich mir vorstellen können, mal so einen Ort zu enden? Könnt ihr wenigstens etwas gegen diesen Gestank unternehmen? Schwarzkristallressourcen. Okay. Und wir gucken uns mal die Zwischensequenz an. Betrogene
Jordan. Jordine. Guck mal, er schwelgt in Erinnerung. This forest is foreboding. I want to be away from this hole as soon as possible. Beschwer dich nicht die ganze Zeit. It's been a long time, Sir Dawson. The look on your face tells me you're not doing so. Ach, das ist der aus Heidel. Der ist, glaube ich, auch von einem Schwarzgeist besessen. I'm comfortable anywhere. Er hat so ein Schwarzgeist-Schwert. Why carry around such an awful sword, Sir Jordine? That you would ask that question is. Der sieht krank aus. You should know this sword better than I, shouldn't you? It's been a misunderstanding. I think you'll see what I mean after you read this. Please know that you can trust me. Oh oh. This vile plot. Who's behind it? The Lord of Heidel signed this indictment himself. I'm sorry that this turn of events has been a shock to you. The Lord has deserted me. Verrat, und jetzt wird's ihn komplett erwischen. No, no way. I won't stand for this. Das ist fertig. Du hast jetzt die Macht. Oh, darf ich jetzt auch kämpfen? It's no use. It would be best now to focus on maintaining your dignity, Sir Jordine. Dignity. But maybe that's too much to expect from a traitor. Quit gawking. Detain him. Sir Dawson, you're wrong to call me a failure. This land will be mine. All of it, from sea to sea. Of course, Calphian will be no exception. Da ist die Energie. Hä? Mit einem Schlag? Koshanak, Henna, Lovenna, Hebaraka. Jetzt voll erwischt, ey. Darf ich den bitte fertig machen? Yes. Very good. That's where I'll go next. Ich stehe da aber direkt daneben. Oh Mann, oh. Und er lacht einfach weiter. Aber er ist doch eigentlich jetzt tot. Hm. Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir mal weiter hier. Können wir noch was entdecken? Oh, guck mal, da ist hier ist ein Geschichtenerzähler. Understood. Stallwart. Sehr gut. Haben wir den auch entdeckt. Energie hat sich um eins erhöht. Ah, scheinbar, weil ich alle Stallwärter gefunden habe. Stallwärter? Bin ich bescheuert? Die Warte. Was haben wir denn hier noch? Genau. So, dann Verwalter der Fördermühle. Wo ist das Schwarzpulver hin? Das können wir machen. Schwarzpulver müssen wir finden und südliche Ebene von Serenia. Da gibt es wieder ein bisschen Wissen, das wir bekommen. Das ist gut. Und noch eine Quest. Verwalter der Fördermühle. Da ist der Verwalter die Fördermühle hier. Oh, ihr habt schon gehört, dass er aus Serfion kommt, oder? Bla bla bla. Okay, das ist mit dem Schwarzpulver, darf ich dem Typen nicht verraten. Ich könnte es natürlich machen, aber nee, war es nicht. Ich bin ja keine Ärsche. Ganz kurz mal meinen Esel hierher rufen. Oder ist der schon wieder zu weit weg? Oh, ich krieg einen Anfall, gell? Also mal ganz kurz, wo ist der schon wieder? Da hinten, gut. Muss man wieder ein bisschen wieder hinlaufen. Die Fördermühlen werden jetzt schon mal ein bisschen gerade der Questmittelpunkt von uns. Das ist aber auch gar kein Problem. Ich finde das Gebiet hier eigentlich ganz hübsch. Hier Wissen wegklicken. Wissen. Ah, sehr gut. So, da kann erstmal stehen bleiben. Und wir müssen jetzt erstmal mit dem hier reden. Mit Dila Neoa. Schwarzpulver, was redet ihr denn da? Wollt ihr mich in Schwierigkeiten bringen? Na gut, Hauptmann Romano hat mir befohlen, es zu verstecken. Es liegt zwischen den Bomben. Behaltet diese Information bitte für euch. Verschleierungstaktik. Darius kommt hier in letzter Zeit immer öfter vorbei. Er beschwert sich dann und sagt, ich soll die Sumpfkreatur mit meinen Bomben verjagen. Gut, also die soll ich ein paar Echsen töten? Um das mit dem Dingens zu verschleiern, mit dem Schwarzpulver. Kann ich das jetzt hier irgendwie... Nee, das ist hier irgendwo versteckt. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal das machen. Und zwar, wo ist denn das jetzt hier? Nee.
Da, das machen wir jetzt nochmal, diese Quest. Wir können, ich weiß nicht, ob wir das hier wirklich immer können, wenn das so zur Option steht mit diesem Verraten von Informationen, aber es gab ja schon bei den Rebellen auch, gab es ja immer die Möglichkeit, Al-Rundi zu töten oder ihn zu verschleiern und damit praktisch sein Leben zu schützen. Also da scheint es immer ein bisschen die Chance zu geben für uns, ein bisschen zu wählen. Also die Echsen haben das letzte Mal uns noch weit überlegen, ob wir jetzt eine größere Chance haben. Ja, ich würde schon sagen. Bruchseite des Lebens gefunden. Grasrückenkrebs muss ich auch töten. Okay. Kleiner Salamander. Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich gegen zwei auf einmal kämpfen wollen. Aber sie sieht richtig, richtig fett aus. Also fett nicht im Sinne von groß, aber sehr, sehr gut gemacht. Die sind aber auch ein bisschen fett. Ausgewichen. Oh, habt ihr die Kombo gerade gesehen? Alter Schwede. Dieser Krieger. So, jetzt können wir eigentlich mal gleich zwei ziehen. Und her. Ah, ich habe jetzt noch Tränke ausgewählt, die zu holen. Das sind meine Stufe. Jetzt müssen wir natürlich da mal kurz eingreifen. Ich habe jetzt also noch diese ganz kleinen, die brauchen jetzt diese großen hier. Oder kann ich die 60 auch nutzen? Kleinen Anfänger. Ich glaube, die kleinen können wir reinnehmen. Müsste eigentlich funktionieren, oder? Ja, okay, die gehen. Sehr gut, so. Jetzt brauchen wir noch diese komischen Krebse. Wo haben wir die denn? Das sind Spinnen. Das sind die kleinen Salamander. Wo sind diese komischen Krebse? Ich weiß jetzt gar nicht. Krebse. Das sind doch bestimmt diese komischen Krebse, die wir da schon beim letzten Mal hatten. Oh, alter Schwede. Ah, die Spinnen gibt es also auch im Kurs. Sehr gut zu wissen. Aber Krebse sehe ich hier ehrlich gesagt. Ah, da ist das so einer. Das sind zumindest die gleichen, die wir eigentlich schon kennen. Aber die sind ein bisschen größer hier. Der hält aber viel mehr aus. Alter Schwede, hallo. Brauche ich hier schon jede kritische Kombo raus? Boah, krass, ey, die sind wirklich ein bisschen zu mächtig, oder? Wenn ich mal ganz kurz schauen, vielleicht können wir von hier aus wieder einen sehen, weil ich will jetzt ungerne viele von den Salamandern ziehen, wenn wir dann das Ziel nicht vor Augen haben. Na gut, wir gehen einfach mal hier rein in das Gebiet. Einfach nur keine Säurespinnen abkriegen. Keine Säurespinnen, das wäre super. Wehe. Ah, ah! Kommt doch eine. Los doch, da ist ein Osterhalt des Lebens, das können wir mal aufsammeln. Aua! Wo habe ich das gerade gegessen? Nee, da ist so eine. Oh, schon, ja, der stärker ist. Dodge, ganz easy. Würde mich mal interessieren, ob es auch so Gegner gibt, weil die Krebse, die wirken gerade so ein bisschen so, die nur von einer Seite angreifbar sind, wo man dodgen muss, den Attacken ausweichen muss und entsprechend dann erst wirklich Schaden macht. Reicht. Jetzt laufe ich mal hier wieder weg. Ich habe jetzt gerade keine Lust, gegen die Typen zu kämpfen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Obwohl, die Spinne können wir vielleicht hier oben wieder töten, hier oben drauf. Das war die kleine nur, die große. Oh, da kommt sogar. Nee, zwei möchte ich mir jetzt nicht geben. Lauf! Ich bin so unglaublich langsam, wenn ich die Schwerter gezogen habe. Hier kann man gar nicht rüber? Doch, ich würde schon sagen. Hier habe ich auch noch einen Menschen nicht entdeckt. Irgendeinen. Ach hier, die Handelsaufsicht. Brauche ich noch. Sehr gut. Haben wir die auch. Und jetzt schauen wir nochmal. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles bekommen von den Viechern? Hier gab es eigentlich auch was. Wenn ich, ich glaube, wenn ich 10 Eier habe, dann bekomme ich ein spezielles Haustier. Kann das sein? Ich werde jetzt mal einfach die 4 aufheben und wir werden jetzt mal hoffentlich irgendwo hier noch was verkaufen können.
Ist gerade nicht. Das ist Postenverwaltung. Ich glaube, mit dem kann man fliegender Händler. Da müssen wir hin. Sehr gut. Mit dem müssen wir nämlich jetzt mit der Dame müssen wir jetzt mal kurz reden. Den ganzen Scheiß von uns, den ganzen Schmodder verkaufen und dann passt es auch. Was kann ich verkaufen? Großbrumme. Ahornholz habe ich vorhin abgebaut. Können wir eigentlich verkaufen. Rostiger Helm. 72 haben wir davon. Holzschwert brauchen wir auch nicht. Nahkampfschadensreduzierer. Ich würde sagen, den heben wir uns mal auf, falls wir wieder so ein Schwarzvieh beschwören, so ein großes. Rostiger heben wir uns auch mal auf. Laternenöl. Nahkampf Laternenöl brauchen wir eigentlich auch nicht. Birkenholz brauchen wir nicht. Dicke Reptilienhaut braucht man nicht, Echsenhaut braucht man nicht, braunes Eschenholz braucht man auf jeden Fall überhaupt nicht. Dann hier klebriges Spinnennetz braucht man nicht, Kupfererz braucht man nicht, Steinrüstung, was? Steinrüstung eines Steinrückenkrebs, das steht alles da, 5 eintauschen, 30 eintauschen. Ah, da kriegt man, das kann man also schön farmen und dann dort abgeben, aber lohnt sich eigentlich auch nicht. Eisenerz geht man noch ab. Und dann haben wir auch wieder sehr, sehr viel Platz. Das ist sehr schön. Freue ich mich. Und dann können wir jetzt hier nochmal die Quest abgeben. Müssen wir jetzt hier rüber, oder? Aber das ist doch Darius, zu dem wir jetzt laufen. Wir geben erstmal das mit den Krebsen ab. Vielleicht, weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt mit Darius reden, dann kommt gleich die Option, dass wir das mit dem Schwarzpulver verraten dürfen. Und wir erstmal sehen, was hier noch passiert, wenn wir mit dem noch ein bisschen sprechen. So, ihr seid unglaublich. Das habt ihr gut gemacht. Es war unglaublich schwer, mein Lieber. Plus 2 Arbeiter. Wir machen Bewegungsgeschwindigkeit plus 1. Sehr gut. So. Damit dürften wir alles jetzt hier haben. Gut, das bedeutet, dass wir jetzt doch mal mit Darius reden. Was immer das eigentlich für ein Symbol ist. Also dieser, ja, dieser Pfeil gegen Uhrzeigersinn. Gut. Der Großhofmeister hat euch geschickt. Ach, fängt ihr ja schon wieder mal damit an. Hört gut zu, ich sage es nur ein einziges Mal. Ihr solltet sich nicht in meine Angelegenheit einmischen. Okay, das war alles stinkende Pflanzenwelt. Wollt ihr nicht erst einmal etwas gegen den Gestank unternehmen, geben und nehmen, versteht ihr? Ich glaube, diese giftigen Sumpfpflanzen sind an dem fürchterlichen Gestank schuld. Also, Sumpfpflanzen. Das können wir machen. Aber wir müssen natürlich vorher nochmal... Da war noch ein Ausrufezeichen jetzt, oder? Oder war das noch vom... Ja, wir können noch mal mit dem Typen reden, bestimmt, von dem wir die Aufgabe bekommen haben, oder? Kurz gucken. Das ist Quatsch. Minkoboldsäure, nein. Zentrallager müssen wir nicht. Zuckerwürfel herstellen. Wie mache ich das eigentlich? Sucht Cäsar, genau. Nee, dann müssen wir das jetzt hier machen. Das hier dachte ich. Nee, das ist das mit den Säurespinnen. Okay, gut. Dann machen wir jetzt auch das. Und dann habe ich mich auch gesehen, wer sich jetzt gerade gewundert hat, was das mit den Zuckerwürfeln war. Wir bekommen jetzt wohl bald die Quest, mal ein Wildpferd zu zähmen. Und um das anzulocken, brauchen wir wohl erst einmal einen Zuckerwürfel, den wir uns dann also selbst erstmal herstellen. Muss ich mal schauen, wie ich das überhaupt machen kann. Und dann werde ich das auch machen. Aber es ist schon krass, wenn man bedenkt, wie viele Quests ich hier mache in dem Spiel. Und ich kriege einfach für die Quests keine Erfahrungspunkte. Überhaupt nicht. Oh, scheiße. Ah, Insekten habe ich jetzt alle entdeckt. In Serenia. So, dann werden wir jetzt mal die Pflanzen hier herstellen. Ich werde aber auch mal schauen, vielleicht können wir uns hier auch nochmal diesen Tentakeln. Ne, die sind gar kein Ziel mehr für uns. Scheiße, ich dachte. Oh, sei es Lebensmittel. Sehr gut. Ich glaube, wir brauchen wirklich 10 Stück, damit können wir was dafür. Ich denke mal, das können wir eigentlich mal sammeln. Ich habe hier letztes Mal immer verbraucht, um wieder Leben zu bekommen. Die Typen hier, die kenne ich auch noch nicht, da habe ich auch noch keine Informationen drüber. Muss ich auch mal sammeln. So, weiterhin hier die Pflanzen kaputt machen. Scheiße, nicht so. Aus irgendeinem Grund, das ist mir im letzten Mal schon aufgefallen, obwohl die rot sind oder lila, das war beim letzten Mal auch, sind diese komischen Frösche hier oder was auch immer, die heißen die eigentlich Axtträger-Lehrling. Diese komischen Viecher, die machen mir keinen Schaden, die treffen mich. Oh, hier, guck mal. 9 Magiekristall. Jetzt, ja, so langsam läuft es mit dem Loot, würde ich mal sagen. Eine Sumpfpflanze brauchen wir noch. So, perfekt, dann haben wir das auch.
Noch ein Osterei des Lebens. Ey, ideal. Ich glaube, ja, noch 4 Stück brauchen wir nur. Dann haben wir es. Das ist geil. Vielleicht soll ich hier mal ein bisschen fahren. So, die Tentakel haben wir auch. Man gibt halt, was ist denn jetzt mit dem Blut los, ey? Geht ja richtig steil. Richtig cool. So, hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Dann geben wir noch die Quest ab. Sehr gut. Und dann, denke ich mal, sind wir auch hier mit dem ganzen Mühlenzeug fertig. Ich muss noch so ein Osterei. Scheiße. Naja. Ja, und dann können wir eigentlich auch ganz entspannt mal nach Klisch gehen. Also wirklich gen Westen dann. Und uns entsprechend einen neuen Hub suchen. Denn ich denke mal, wir sind jetzt auch langsam wieder an der Zeit, mal zur nächsten großen Stadt aufzubrechen. Ich weiß ja gar nicht, wie das hier ist, eigentlich in Black Desert Online. Ob es jetzt hier so groß viele Städte noch gibt, die. Also jetzt hier, wenn wir das Haus rum. Das ist ja nicht alles jetzt hier Gebiet, oder? Nee, das ist ja Quatsch. Es geht schon, es ist schon weitläufig. Also wenn man sich mal diese Karte anschaut, kann man scheinbar überall auch mit dem Schiff lang fahren. Und ich denke mal, also hier gerade im Südwesten müsste es sicher noch bei Calphian noch irgendeine große Stadt geben. Wo ist denn der Typ hin? Darius? Oh. Hä? So gar nicht. Okay. Es gibt so. Jetzt bin ich gerade ein bisschen befragt. Die Mission habe ich doch gerade abgeschlossen, aber aus irgendeinem Grund ist der Typ nicht hier. Kann das sein, dass der auch wieder feste Zeiten hat? Also er ist jetzt dort, dann ist er wieder zu anderen Zeiten dort und so weiter und so fort. Aus irgendeinem Grund ist er gerade nicht dort. Hä? Was ist denn das jetzt? Das ist das, was mich beim letzten Mal aufgeregt hat. Bei einer anderen Quest, da ist nämlich der Questgeber ist einfach auf einem Feld von links nach rechts gelaufen. Und der wurde mir einfach nicht auf der Karte angezeigt. Das finde ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen komisch. Ich denke mal, als Mühlenverwalter müsste der ja eigentlich durch die Mühlen laufen. Oder auf diesen Mühlenstegen lang. Jetzt! Vergiss es! Jetzt ist er da auf einmal. Natürlich. Genau, so. Puh, der Gestank ist etwas erträglicher geworden, weil ich 3 Pflanzen getötet habe? Sicherlich. Gut. Nur gut, ich werde mein Wort halten und mich mit Jordan treffen. Hängt das aber ja nicht in die große Glocke. Okay. So, damit bin ich jetzt hier fertig, oder? Zoom mal ran. Also Quest ich hier keine mehr. Der fährt hier mit dem Schiff. Cool. Das wird auch angezeigt. Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal langsam dann gen Südwesten. Machen aber dann heute erstmal einen Cut hier. Können uns dann nächste Folge das Gebiet hier unten mal angucken bei Clash. Das scheint so der nächste große Übergang zu sein. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns in einem nächsten Video.